Gut, dann sage ich einfach mal herzlich willkommen und würde mich als erstes gerne selber vorstellen. Ich bin Katrin Latsch, komme aus Hamburg, bin von Beruf Journalistin, habe in den letzten Jahren hauptsächlich im Bereich Umwelt gearbeitet und im Jahr 2008 habe ich angefangen, Finanzwirtschaft zu interessieren, weil ich gedacht habe, das kann ja nicht angehen, was hier passiert. Die Motivation, die ich habe, hier dem Kongress und Global Change Now unterstützend zur Seite zu stehen und Ihnen auch guten Erfolg mit dem Kongress zu wünschen, ist, dass mein Thema auch Verteilungsgerechtigkeit ist. Als ich mir angeguckt habe, wie es gekommen ist, ich glaube, das Mikro hat Aussetzer, kann es sein? Ja, dann nehme ich einfach mal das mit der Da bin ich. Ist es an? Gut. Außerordentlich erstaunt gewesen, wie wahnsinnig ungerecht dieses System ist. Wir wollen heute Abend aber nicht über die Verteilungsgerechtigkeit diskutieren oder vielleicht ein bisschen doch, aber grundsätzlich ist unser Thema das ethische Banking. Dafür möchte ich Ihnen als erstes gerne Andreas Neukirch vorstellen. Herr Neukirch arbeitet bei einer der bekanntesten ethischen Banken, nämlich der GLS Bank. Er hat Betriebswirtschaft studiert, wie er mir erzählt hat, und ist schon lange für Genossenschaftsbanken tätig gewesen und seit 2002 bei der GLS Bank und heute auch im Vorstand. Darf ich Sie als erstes einfach mal fragen, was sind denn ethische Banken? Ich glaube, die meisten Menschen wissen das einfach gar nicht, was das ist. Und die GLS Bank ist zwar die bekannteste ethische Bank, aber dennoch in der allgemeinen Bevölkerung wahrscheinlich eher unbekannt. Wir selbst benutzen guten Abend erstmal zusammen. Also wir selbst benutzen nicht diesen Oberbegriff ethische Bank, weil schon dort auch die Frage ist, wie schnell wechselt man von der Beschreibung eines zum Beispiel Geschäftsplans in einer Bank in einen schnell auch moralinen Begrifflichkeitsraum. Also das ist so, dass weshalb wir in dieser Begrifflichkeit nicht so unterwegs sind. Wir nennen unser Bankgeschäft sozial und ökologisch orientiert und damit wollen wir zeigen, in welche Richtung die Aufmerksamkeit gehen muss. Also eigentlich geht es ständig um die Bedürfnisse von Menschen in der Gesellschaft und die können nur befriedigt werden mit Rücksicht auf ökologische Grenzen, die wir zu beachten haben. Und in diesem Kontext sind wir tätig und das ist letztlich auch eine allgemein übertragbare Beschreibung von anderen Banken, die da aktiv sind. Wir haben ja in Deutschland schon mehr als nur eine und weltweit sind es sicherlich 50, 60 Institute, die heute schon so unterwegs sind. Und man darf nicht vergessen, dass die Bankbewegung eigentlich gemessen an der Gesamtbedeutung von sozial-ökologischem Investment eher noch eine kleine ist. Angefangen hat alles mit Investitionen in sogenannten grünen Fonds oder ethischen Fonds. Dort ist unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Wirksamkeit über viele Jahre mehr hingeflossen, als dass die Banken wechseln konnten. Vielleicht kommen wir gleich noch dazu, woran das liegt. Dann würde ich Ihnen gerne Marcel Kaifenheim vorstellen. Er ist ein Berufskollege von mir, das heißt Journalist, hat lange für die Frankfurter Rundschau gearbeitet, hat dann für das Greenpeace-Magazin gearbeitet und ist heute der Leiter Energiepolitik bei Greenpeace. Ist das richtig? Bei Greenpeace Energy. Bei Greenpeace Energy, okay. Was ist Ihre Hauptaufgabe im Beruf im Moment? Meine Hauptaufgabe im Beruf im Moment ist es, dafür zu sorgen, zusammen mit anderen, dass die Energiewende weitergeht. Denn viele glauben, nur weil es vermeintlich Regierungsprogramm ist, dass die Energiewende jetzt rollt, man sich bequem zurücklehnen kann und wir irgendwann in einigen Jahren und Jahrzehnten tatsächlich vollständig aus erneuerbaren Energien versorgt werden.
Man darf nicht vergessen, dass diesem aus meiner Sicht großartigen Plan auch harte Widerstände nach wie vor gegenüberstehen. Das ist jetzt nicht mehr so, dass die Debatte genauso geführt wird wie noch vor wenigen Jahren, als es darum ging, Atomkraftwerke länger laufen zu lassen und möglichst viele Kohlekraftwerke am Netz zu haben, sondern die Debatte hat sich etwas gedreht und die Argumente sind nicht mehr Energiewende geht nicht, sondern im Moment geht es im Wesentlichen um die Kosten der Energiewende und dort findet eine unfaire Debatte statt, die das Ganze teuer macht. Also wo gesagt wird, die Energiewende... Ja, das ist eine spannende Frage. Wir machen gerade eine Umfrage bei Banken, es ist gerade Work in Progress, wer noch aktuell Windkraftprojekte finanziert von den Banken. Und der Stand ist, so wie ich das von meinen Kollegen mitbekomme, ernüchternd. Die Auflagen haben sich innerhalb der letzten Wochen drastisch erhöht, weil nämlich aufgrund der Vorschläge von Altmaier und Rösler viele Projekte nicht mehr in der Rentabilität sind. Und natürlich, wenn sich die Rentabilität nicht gesichert ist, gibt keine Bank der Welt zum Beispiel einer Energiegenossenschaft einen Kredit, denn die Kredite oder bislang hat das Erneuerbare Energiengesetz ja dafür gesorgt, dass eine Anlage, die man baut, über 20 Jahre einigermaßen berechenbar Geld verdient über die fixe Vergütung. Dies ist jetzt gefährdet und wenn nicht klar ist, wie viel eine Anlage in 5 oder 10 Jahren verdient, dann ist natürlich auch die Finanzierung dieser Anlage sehr gefährdet und das würde mich auch mal von Ihnen interessieren, wie sich die GLS-Bank in dieser Situation verhält, denn man muss ganz klar sehen, die Risiken sind groß, dass Investments sich nicht mehr rechnen und entsprechend kann man es so nach konventionellem Bankerdenken im Moment zumindest schwierig sehen, dass man Geld in erneuerbare Energien steckt. Ja, was meinen Sie dazu, Herr Neukirch? Also schwierig ist ganz richtig, denn in dem Moment, wo die Rahmenbedingungen in Frage gestellt werden, muss jeder gucken, welche Position man dazu einnehmen kann. Es ist auch richtig, dass die Frage der Kapitaldienstfähigkeit in jeder Bank in gewisser Weise gleich beantwortet werden muss und sich zunächst nochmal nicht mit dem Banktyp unterscheidet. Was viel entscheidender ist, ist, in welche Richtung man guckt, für die Lösung solcher Dinge. Also steckt man praktisch innerhalb dieser Entwicklung drin, also hat Vorstellungen davon, zu welchen Lösungen es führen kann, oder möchte man nur etwas mitnehmen, wenn etwas sauber funktioniert. Letzteres war nie unser Antritt. Wir sind zum Beispiel im Moment sehr wohl in verschiedenen Projekten unterwegs, wo es um Repowering geht, also wo wir schon wissen, dass bestimmte Standorte in der Windenergie gut funktionieren und jetzt in der nächsten... 1. August gestrichen, das wissen Sie. Ja, jetzt müssten wir uns darüber unterhalten, was gestrichen ist. Ja, also gestrichen die heute absehbare, problemlose Finanzierungssituation, also Entlohnungssituation, oder die Notwendigkeit und Möglichkeit, rentabel Standorte zu betreiben. Ja, also die Frage ist ja, was tut sich in den drei Dimensionen der regenerativen Energie? Auf der einen Seite die Umsetzung und den Nutzen von technischem Fortschritt. Das ist in diesem Fall bei bestimmten Parks sehr sinnvoll. Die zweite Dimension ist, in welche Entlohnung kommt es rein, also EEG gedacht oder freier Markt. Und die dritte Dimension ist, wer tut sich zusammen, um entsprechende Trägerschaft und Finanzierungsschaft zu machen. Also bei uns ist es regelmäßig ja der Fall gewesen, dass wir das nicht alleine als Bank gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir setzen nur auf die Fremdkapitalseite, sondern wir haben von Anfang an immer Modelle gefahren, wo Fremdkapital und Eigenkapital zusammengearbeitet haben. Also das heißt, wir eben auch nicht nur aus den Einlagen Finanzierung gemacht haben, sondern auch Mitstreiter gefunden haben, also viele, viele private Investoren, die dann mitgegangen sind. Diese Modelle muss man in der Tat vorantreiben, zunächst mal auch unabhängig von der Frage, wie die genaue Ausgestaltung aussehen wird. Also wir machen das zumindest.
Ist es denn grundsätzlich so, dass eigentlich mehr Geld da ist, als Sie sinnvoll investieren können? Ja, also das ist ja kein Geheimnis, das hat aber nicht nur mit der GLS-Bank zu tun, sondern das ist ja das Phänomen, was sich durch viele Diskussionen durchzieht, dieses sogenannte Geld, was Anlage sucht. Ja? Heute Nachmittag spielte das ja stark eine Rolle, auch bei der Frage, haben wir zu viel Geld und wofür wird es verwendet. Das ist richtig, das merkt man an allen Ecken und Enden, dass der realwirtschaftliche Bezug, also welche Möglichkeiten in der Realwirtschaft gibt es, um mit dem Geld sinnvoll zu arbeiten, dass das eigentlich eine knappe Möglichkeit ist. Also die Leute haben wirklich eine gewisse Not, etwas Gutes und Interessantes zu finden, um es dann mit ihren Einlagen oder mit anderen Mitteln zu finanzieren. Das ist so. Ja, ich frage das auch, weil die nächste Frage wieder eine typische Greenpeace-Frage ist. Ich bin im letzten Jahr auf der Messe Grünes Geld in Hamburg gewesen und war erschlagen, weil eigentlich alle Banken und Fondsmanager dort gewesen sind. Es war plötzlich alles nachhaltig. Muss man befürchten, dass auch im Bereich grünes Geld und jetzt nachhaltiges Investment und ethisches Banking, dass da auch ein Greenwashing stattfindet? Ja, das findet zurzeit statt. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel Ökostromangebote. Es ist so, dass man Rendite machen kann, zum Beispiel bislang bei dem erneuerbaren Energiegesetz, wenn man dort in erneuerbare Energienanlagen investiert, kriegt man, solange die Sonne aufgeht und der Wind weht, kriegt man ziemlich sicher eine gewisse Rendite, die in den Jahren 2009 bis 2011 sehr anständig war, also einen zweistelligen Return on Investment mit sehr geringem Risiko, das sucht man halt sehr lange. Insofern kann man sagen, jawohl, ich mache da richtig Geld und on top nehme ich mir auch noch gutes Gewissen mit, kann sagen, Mensch, ich bin toll. Erstens, ich mache mir die Taschen voll und zweitens, alle müssen mich auch noch loben dafür. Aber wir kommen jetzt in eine andere Situation. Sofern die Vorstellungen der Regierung durchgehen, wird es so sein, dass ab 1. August 2013 eben die meisten Anlagen sich nicht mehr rechnen werden. Und dann wird man sehen, wie viel von dem grünen Geld, was Sie dort auf der Bank, auf der Messe gesehen haben, wer da alles unterwegs ist, wer da noch sagt, put your money where your mouth is. Denn es ist nicht so, dass man sagen kann, das rechnet sich nicht, aber das Risiko wird deutlich höher. Keiner wird sagen können, wird sich eine neue Windkraftanlage noch rechnen, wird sich eine PV-Anlage noch rechnen unter den dann geänderten Bedingungen. Repowering zum Beispiel, was Sie ansprachen, wird sich sicherlich nicht mehr rechnen. Man kann es machen, aber unter Verzicht auf Sicherheit und Rendite für die gute Sache, dann wird es spannend. Ich glaube, dieser ganze Bereich wird in dem Moment sich auflösen, jedenfalls von den Überzeugungstätern abgesehen, wenn nicht mehr zum grünen Image der gute Verdienst notwendigerweise dazukommt. Die Gefahr besteht zumindest. Ich würde da gerne direkt die Probe aufs Exempel machen. Herr Neukirch, wie würden Sie mich denn beraten? Nehmen Sie mal an, ich könnte jetzt 1 Million investieren. Was würden Sie mir denn raten und was sind Ihre Kriterien für das ethische Banking? Vielleicht sollten wir bei diesem Rat den Kreis auch ein bisschen größer ziehen und eben auch nicht nur auf regenerative Energie gucken. Ja, klar. Und damit fängt es eigentlich an, dass wir uns darüber unterhalten, welche Präferenzen Sie persönlich haben, was sind eigentlich die Dinge, die Ihnen von all dem, was man sich vorstellen könnte, am wichtigsten sind. Wenn wir die Frage nicht erörtern, bräuchten wir nicht weitermachen. Natürlich gehören auch technische Fragen dazu. Wenn diese 1 Million das ist, was Sie haben und nichts anderes mehr, muss man anders vorgehen und vorsichtiger sein, als wenn Sie sagen, das ist trotzdem nur ein kleiner Teil vom Ganzen und ich kann mal mehr riskieren. Und so schließt sich auch der Kreis zu der Frage, ob es regenerative Energie ist oder andere Themen, die unterschiedlich sicher sind. Wir haben immer Wert darauf gelegt, denjenigen, die in der regenerativen Energie investiert haben, und zwar eben nicht nur jetzt als Geldanlageprodukte mit vor dem Hintergrund des EEGs, sondern dass der technische Innovationsprozess, der da besteht, sehr wohl ein unternehmerisches Risiko hat. Das ist ja selbstverständlich.
Also sowohl bei der Schwankung des Wetters mit Wind und Sonne, als auch bei den Erfahrungen, die man in einer neueren Technologie macht, wenn die nicht so funktioniert, wie man gerne möchte. Und das muss man sich halt vergegenwärtigen. Und wenn Sie beispielsweise diese Neigung bei sich sehen, dass Sie sagen, unternehmerisches Risiko gehe ich ein, dann ist das sehr wohl nach wie vor eine Option, weil die Energie, die daraus produziert wird, die wird gebraucht. Die Frage, ob wir uns über bestimmte kurzatmige Rahmenbedingungen hinwegsetzen können, wäre dann die, die Sie in Ihrer Eigenpräferenz entscheiden. Gut, dann nehmen wir mal an, ich kann ein unternehmerisches Risiko eingehen, weil ich schon abgesichert bin. Und dann würde ich Ihnen sagen, was ich mir am meisten wünsche. Ich würde gerne investieren da hinein, dass wir tatsächlich das Geldsystem verändern. Dass wir praktisch das Übel an der Wurzel packen. Denn das, was mich so wahnsinnig erstaunt hat und auch schockiert hat, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ist, dass wir praktisch ein System haben, was systematisch umverteilt. Wir haben in der letzten Zeit da Verbündete bekommen, die auch, wie Sie sagen, vor 10 Jahren uns noch für blöd erklärt hätten. Da gibt es eine große Vereinigung der Stadtwerke in Deutschland, also die lange von solchen Sachen auch nichts hören wollen, die aber jetzt merken, dass wenn sie sich wirklich sinnvoll für die Zukunft positionieren wollen, dann sind sie viel näher bei den dezentralen Bürgermodellen als bei irgendwelchen RWEs dieser Welt. Und die fangen an, aktiv zu werden, auf eine Weise, die wir früher nie hätten erwarten können von Stadtwerken. Und das sind solche Modelle, wo man schaut, dass sich die Vorzeichen ändern, wo die Institutionen sich anders ausrichten und wo wir gerne einen Beitrag machen würden. Und das ist letztlich die Dezentralität, die große Chance, nach dem sozusagen fossilen Zeitalter wieder dezentral und bürgerbezogen aktiv zu werden, die sollte man nicht vergehen lassen. Wir fahren ja nach dieser Veranstaltung nach Berlin, weil dort am Donnerstag die internationale Konferenz der Global Alliance for Banking on Values stattfindet. Was tut sich da international und was macht die GLS Bank dort? Also zunächst mal sind wir Mitbegründer dieser Global Alliance, weil wir vor 5, 6 Jahren immer mehr gemerkt haben, dass so gut auch immer wir uns in Deutschland entwickeln, man braucht einen Austausch, eine Bereicherung durch viele andere Modelle, die gar nicht jetzt mit unseren Zweifel unmittelbar vergleichbar sind. Und vor allen Dingen, man braucht viel mehr Kenntnisse über das Zusammenwirken von Finanzinstrumenten auf den verschiedenen Kontinenten. Und so ist dann diese Global Alliance entstanden. Die hat, wenn man das sich thematisch ansieht, 3 Schwerpunkte. Es gibt einen Teil der Banken, die ihre Wurzeln im Mikrofinanzgeschäft haben, was an den jeweiligen Ländern liegt, wo man sagt, es kommt wirklich noch sehr stark darauf an, ob überhaupt Zugang zu Geld organisiert wird. Dann gibt es die andere Gruppe, da würde ich die Deutschen, die in Deutschland tätigen Banken zu sehen, die also sehr weit in den Überlegungen sind, was hat meine eigene Bankposition auch mit systemischen Fragen zu tun und versuchen also den bewussten Umgang mit Geld in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann gibt es so eine dritte Bewegung, die erleben wir vor allen Dingen in Nordamerika, dass sich Banken wieder zurückerinnern wollen und sagen, Mensch, wir waren doch mal gut angefangen und wie kann man da diese Wurzel wieder entdecken, also Kooperativen und andere größere Organisationen, die ihre Wurzeln aus den Augen verloren hatten und die jetzt sagen, über soziale und ökologische Gesichtspunkte finde ich sozusagen zu meinem eigenen Kerngeschäft zurück. Das sind so die 3 Gruppen. Und es sind mittlerweile 17 Banken und ich hatte mal gesagt, so um die 50 können wir weltweit jetzt eigentlich schon ausmachen. Das ist eine Frage, wann die sich selber engagieren. Ja, das wird bestimmt interessant. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an die Referenten und würde dann die Runde gerne zum Publikum öffnen, denn wir haben ja hier ein sehr engagiertes und auch sehr kompetentes Publikum, das sicherlich schon Fragen im Kopf hat. Meine letzte Frage an Sie, Herr Neukirch, ist, was ist Ihre Arbeitsmotivation und was würden Sie sich wünschen, was möchten Sie gerne in 5 Jahren vielleicht erreicht haben? Also man ist ja immer geprägt vom Tagesgeschehen. So auch ich jetzt von dieser Diskussion oder heute Nachmittag. Und
wenn ich das in den Vordergrund stelle, dann würde ich mir wünschen, dass bei allen Veränderungen, die wir jetzt rund um die Energieversorgung erleben, diese sozusagen bürgerbezogenen Aspekte Oberhand bekommen haben. Das wäre so eine sehr berufsnahe Formulierung eines Wunsches. Und ansonsten etwas weitergespannt und etwas persönlicher formuliert. Ich würde mir wünschen, dass die Aufmerksamkeit von uns allen für die unterschiedlichen Positionen, mit denen wir an unserer Zukunft arbeiten, wirklich größer wird. Also dass wir diese Reflexe, diese unglaubliche Strapazierung von Political Correctness, dass man immer nur in bestimmten Bahnen denken kann, dass wir das überwinden und uns wieder stärker zuhören, um zusammen Lösungen zu finden für eine gute gesellschaftliche Zukunftsgestaltung. Das finde ich persönlich was ganz, ganz Tolles, wenn wir da in 5 Jahren zusammensäßen und sagen, Mensch, da hat sich was getan, wir haben ganz andere Diskussionsforen, wir haben ganz andere Möglichkeiten, uns auszutauschen und wir werden auch im politischen Raum auf Regierungsebene gehört. Herr Kaifenhalten, was macht jetzt ein Großteil Ihrer Arbeitsmotivation aus? Was wünschen Sie sich? Was würden Sie in 5 Jahren gerne erreicht haben? Meine große Hoffnung ist, ich bleibe mal bei der Energiewende. Meine große Hoffnung und mein Wunsch ist, dass die Energiewende weitergeht. Das sehe ich auf 2 Ebenen. Das erste ist, dass erneuerbare Energienanlagen weitergebaut werden, die schmutzige Kraftwerke ersetzen. Und zweitens, nicht nur das Was, sondern das Wer ist wichtig. Dass es eben nicht nur die großen Konzerne sind, sondern dass es vor allem Energiegenossenschaften, Bürgerbeteiligung, Energiewende von unten weitergeht. Denn ich glaube, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Ich glaube nicht, dass die großen Konzerne ein wirklich echtes Interesse an Energiewende haben, sondern das sieht man auch daran, dass sie lange zurückliegen, jetzt langsam erst mit dem Invest beginnen und vermutlich auch die Ersten sind, die das wieder einstellen, sobald die Wirtschaftlichkeit für sie nicht mehr in jeder Form gegeben ist. In Klammern, die Änderungen, die die Bundesregierung jetzt plant, betreffen alle nicht die großen Investitionen, die die großen Konzerne machen. Das ist weiter gesichert. Es trifft nur die kleinen Energiegenossenschaften und kleine ökologisch ausgelegte Anbieter, die halt eine andere Kapitalausstattung haben, die von dem Problem betroffen sein werden. Also ich hoffe, Energiewende geht weiter und vor allem die Energiewende von unten geht weiter. Sonst geht es nämlich nicht weiter. Herzlichen Dank. Ich muss um 7:45 weg. Das heißt, wir haben jetzt noch gut 20 Minuten für eine Diskussion und ich würde gerne wissen, ob es Fragen oder Beiträge gibt. Alwin, ich komme zu dir. Mein Name ist Alwin Schreiber-Martens. Ich habe zuerst eine kleine Frage an den Herrn Neukirch. Könnten Sie mir bitte etwas sagen über die Bilanzsumme der GLS-Bank im Verhältnis zu der Gesamtbilanzsumme aller Banken in Deutschland zum Beispiel? Und dann habe ich direkt auch noch eine Frage an den Herrn Kaifenheim. Sie haben gesagt, zweimal, es muss sich rechnen und das Risiko. Also die beiden Stichwörter kamen drin vor. Und dann hatten Sie nachher nochmal in Ihren Statements kam nochmal etwas mit dem, es muss mehr zurückkommen, als ich hineingegeben habe. Ich bin jetzt gerade eine Investorin und an der Stelle möchte ich Sie fragen, warum halten Sie es für so selbstverständlich, ich spitze gerade zu, ich bitte um Nachsicht, warum halten Sie es für so selbstverständlich, dass derjenige, der Geld hineingibt in eine Anlage, das Recht darauf hat, dass es sich nur dann für ihn rechnet, wenn mehr zurückkommt, als er oder sie hineingegeben hat? Ich möchte gerade von Inflationsausgleich absehen. Ja, also was die Größenordnung der GLS-Bank betrifft, ich kann das nicht in Bilanzsumme exakt sagen, aber ich könnte Ihnen eine kleine Einordnung geben. Also wenn wir die 1200 Genossenschaftsbanken nehmen, dann sind wir unter den 50 größeren Genossenschaftsbanken.
Wenn wir das vergleichen mit den 500 Sparkassen, die tendenziell größer sind, werden wir dort auch noch unter den ersten 100 sein. Und wenn wir die Privatbanken nehmen, das sind ja nicht nur die beiden ganz großen, sondern 200 an der Zahl, dann würden wir bei dieser Gruppe der 200 Banken auch noch so an die ersten 100 kommen. Also das ist ungefähr die Größenordnung, die man sich vorstellen kann, aber eben weit, weit weg von den großen Playern, die rechnen, glaube ich, unsere Geschäftsvolumen mal 100 oder mal 1000. Ja, warum rede ich von Return on Investment, wenn es um Energiewende geht? Also, wenn es ohne ginge, wenn also genügend Leute da wären, die sagen, ich gebe das Geld und ich finde es super, wenn ihr den Wert erhaltet, aber ich lege jetzt keinen Wert darauf, dass ich in irgendeiner Weise, wie auch immer, etwas mehr später zurückbekomme, als ich euch jetzt gebe. Das fände ich ja super. Also ich wäre der Letzte, der sagen würde, nee, das will ich dann nicht. Ich habe mir nur sagen lassen, obwohl ich hier auf dem Podium sitze, bin ich kein Finanzexperte, haben Sie vielleicht auch schon erahnt, dass wenn es darum geht, so etwas zu finanzieren wie die Energiewende, die mit allen Kosten drum und dran einen vermutlich zunächst einmal im investiven Bereich einen gewissen dreistelligen Milliardenbetrag kosten wird über die nächsten 20, 30 Jahre, wo man natürlich auch Gegenrechnungen machen kann, dass man eben damit auch wieder Geld verdient. Insofern kann man das nicht einfach stehen lassen. Aber zunächst einmal muss investiert werden, dass es einfach schwer werden wird, dieses Geld aufzubringen, wenn man sagt, ja, gib das mal her, aber ob es zurückkommt und wie viel zurückkommt, ob ihr vielleicht sogar was davon habt, dass ihr das Geld gebt, das ist ungewiss. Also, ich finde es prima und ich würde mich super freuen, weil der Grund dafür, dass wir Energiewende machen, ist ja, dass wir mit unserer fossilatomaren Energieversorgung unseren Planeten nachhaltig schädigen und unsere Lebensgrundlagen zerstören. Also wir müssen das ändern. Wir brauchen erneuerbare Energien und das Geld, um die aufzubauen, muss irgendwo herkommen. Man hat sich entschieden, das nicht über Steuern zu machen, sondern über in Deutschland über ein EEG, das heißt eine Umlage auf Verbraucher. Und um das Investment lohnend zu machen, weil es eben die meisten davon ausgehen, wenn es sich für den Anleger nicht lohnt, dann wird er sein Geld nicht geben. Also ich würde mich da gerne überraschen lassen, dass es doch gelingt. Ich fürchte, wir werden in naher Zukunft in der Situation sein, wo wir das in der Praxis auch erleben werden. Mein Name ist Frank Schäfer. Ich bin auch kein Finanzexperte, aber ich habe mich vor 10 Jahren entschlossen, eine Regionalwährung ins Leben zu rufen. Und zwar deswegen, weil ich meine, dass unser augenblickliches Geldsystem ungerecht ist. Und wir haben in diesem Geldsystem einen Fehler, der von den meisten Menschen, möglicherweise auch von Ihnen hier, noch nicht erkannt wird, dass nämlich mit Geld Geld verdient wird. Geld kann sich im Grunde nur dadurch vermehren, dass dafür gearbeitet wird. Und die Probleme, die Sie jetzt mit der Energiewende haben, könnte sofort gelöst werden, wenn wir statt für Geld Zinsen zu verlangen, eben Gebühren verlangen. Das heißt, die Banken müssen genau das, was sie heute tun, also nach Sicherheiten zu fragen und erst wenn die Sicherheiten da sind, kann man also Geld zur Verfügung stellen und dann können wir vielleicht auch eine Rendite dabei rausstellen. Nein, es muss umgekehrt sein. Die Banken müssen in dem Augenblick, wo sie Geld zur Verfügung gestellt bekommen, Gebühren bezahlen, die Banken müssen die Gebühren bezahlen, wenn dieses Geld nicht als Kredit zur Verfügung gestellt wird. Und was glauben Sie, wie schnell Sie dann für die Energiewende Geld zur Verfügung hätten? Dann wird mir natürlich immer sofort gesagt, ja, das Geld, das Kapital verschwindet von aus diesem Lande. Selbstverständlich, dieses Geld brauchen wir hier nicht. Die Anleger, die normalen Anleger, sind auf Sicherheit eingestellt. Sie haben also sehr viel, das haben wir gerade von Ihnen ja gehört. Bitte, eine Frage. Ja, die Frage ist, was sagt der Banker dazu? Von dem haben wir heute gehört, dass er in diesem Banksystem eben verhaftet ist und im Grunde natürlich auch Zinsen verlangt. Kann er ja auch. Es gibt ja im Augenblick doch gar nichts anderes. Und ja, meine Frage geht da eigentlich mal, wie können wir also diese Geldfrage lösen? Wir müssen die Geldfrage lösen. Wenn wir die gelöst haben, dann...
glaube, Herr Neukirch hatte schon was dazu gesagt. Fällt Ihnen noch was dazu ein? Ich bin trotz, dass das hier seinen Applaus gekriegt hat, etwas sprachlos. Vielleicht können wir ja mal so ein Denkmodell fahren. Also heute ist ja viel darüber die Rede, dass die Wirtschaft oder die Handelnden in der Wirtschaft falsch incentiviert werden, also falsche Anreize bekommen. Und wenn wir Ihr Bild einfach mal aufnehmen, könnte ich im Moment erst nur falsche Anreize sehen. Also jemand gibt uns Geld, die Kunden mit den Einlagen, und wir würden dafür eine Gebühr bezahlen müssen, wenn es nicht sofort Kredit wird. Dann hätte ich kein Regulativ bei der Frage, wodurch wird sichergestellt, dass die Kunden ihr Geld zurückbekommen. Bin doch gar nicht bei der Verzinsung. Ja? Also wenn mein Motiv als Banker nur darin bestünde, das schnell weiterzugeben, dann gucke ich ja nicht mehr so genau dahin, wohin ich es weitergebe. Also ich glaube, dass dieser Mechanismus, ganz egal, welche Geldwirtschaft wir definieren durch Rahmenbedingungen, aber der Mechanismus, dass ein Banker dafür verantwortlich ist, zu gucken, ob Finanzierungen zurückkommen können, also dass Menschen ihre Kredite zahlen können. Aus dieser Verpflichtung, aus der Nummer kommen wir nicht raus, und das halte ich auch für einen ganz, ganz wichtigen Anspruch, den die Einleger an eine Bank haben. Die nächste Frage kommt von Norbert Ola. Ja, es ist eine Anmerkung, auch zu dir, liebe Alvine. Wir diskutieren hier immer nur über die Ansprüche, die der Geldgeber haben will und ob er die durchsetzen kann und über die Rechtigkeit, die damit verbunden ist. Ich sehe die ganze Sache allerdings vom Standpunkt eines optimalen Wirtschaftsprozesses. Und da kommt heraus, es gibt ein legitimes Kapitaleinkommen, einen legitimen Zinssatz, und das ist die Knappheitsprämie. Insofern, Herr Kaifner, kann ich Sie völlig beruhigen, wenn der Kapitalstock wächst, das deutet ja auf eine Knappheit, hier auf eine Energieknappheit hin, dann gibt es einen legitimen Zinssatz. Und dieser Zinssatz ist vorübergehend und der muss sich wegkonkurrieren und verschwinden. Das ist das Entscheidende. Das Problem heute ist nicht, ob der Zins so oder so ist, das hängt von der Kapitalknappheit ab, also Sachkapitalknappheit, sondern, dass er sich langfristig, und da sind wir uns einig, dagegen wehrt, zu fallen. Ja? Ich sage das nur, damit wir auch mal ein bisschen wegkommen immer von diesen Gerechtigkeitsbefindlichkeiten. Ja, weil die sind hier bei jedem anders. Gut, Gerechtigkeit ist bekanntlich die schwerste aller Tugenden. Und da kann man sich auch nur auf den Weg machen. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, Susanne Wiegel. Ich bin trotzdem nochmal auch bei diesem Thema, was wir eigentlich, wie unser Geldsystem funktioniert, dass eben Geld verleihen belohnt werden soll und belohnt wird und zumindest zum Teil dadurch so eine Umverteilung entsteht. Und jetzt hier in den letzten Tagen ist in einem Vortrag mal der Vorschlag gemacht worden, um das Ganze so durchschaubar zu machen, könnten wir doch Geld ein Gesicht geben. Das heißt, aufdecken, wer, also wenn wir nun für einen Geldbetrag, wie er zu wählen, Zinsen dafür bekommen, wer denn dafür Zinsen zahlt. Oder wie viele Menschen dafür, oder wie das ist. Also das irgendwie menschlich verdeutlichen, statt dass es nur Zahlen sind. Was halten Sie von so einer Idee? Können Sie sich das irgendwie vorstellen? Was würde das nützen? Also wenn das eine Frage an mich war, würde ich gerne sofort antworten. Ja. Also im Kern ist das meines Erachtens genau der richtige Ansatz, weil dann sozusagen diese Verhältnismäßigkeit zwischen dem, der Geld gibt und die Geld brauchen, aufgeklärt wird. Wir haben das ja in der Form bei uns in der Bank verankert, dass wir über alle Kreditnehmer berichten und durchaus auch in diesem bildlichen Sinne, also die Geschichte der Kreditnehmer berichten und sie auch bei ihren Arbeiten zeigen. Und das ist für
die Dinge, die man in Deutschland gewohnt ist, schon sehr weitgehend. Also da wird der Kreditbetrag genannt, da wird das Unternehmen oder die Person genannt und da wird das Projekt genannt. Und es dient genau dem Zweck, dass diese Vorstellung, was ist eigentlich der wirkliche Nutzen und der Sinn der Investition, dass die sich veranschaulichen kann. Denn letztlich ist ja der Rückfluss in Geld oder das Rentierliche in Geld und Zinsen ausgedrückt nur ein Gesichtspunkt des Erfolges. Es sind tatsächlich viele Menschen daran interessiert, zu wissen, wo ihr Geld hingeht und auf welche Weise es wirkt. Und das ist für sie der Hauptnutzen. Und daraus ergibt sich beispielsweise auch dann eine persönliche Haltung zu der Frage, um wie viel Zins erwarte ich dann noch. Also das ist sicherlich vom Ansatz her ein sehr, sehr guter Mechanismus. Wie weit er dann trägt, wird man beobachten. Wir auf jeden Fall können feststellen, dass dieser Versuch, die Kredite transparent zu machen, auch mehr als nur in einer Bank mittlerweile angewendet wird. Ja. Können Sie sich ein Geldsystem vorstellen ohne Zinsen oder sogar mit Negativzins? Also bei dem Zins würde ich gerne noch unterscheiden. Also das, was den Negativzins betrifft, da werden wir ja von der Realität durchaus eingeholt, wenn wir nach Japan oder in die Schweiz gucken. Also solche Entwicklungen gibt es auch. Aber ich würde gerne bei dem Zins unterscheiden wollen zwischen der Vergütung für die Hingabe von Geld und dem Zinseszinseffekt. Also Sie alle, die Sie sich sehr viel damit beschäftigt haben, haben möglicherweise präsent, dass die Frage des Zinseszinses auch in Deutschland, im deutschen bürgerlichen Gesetzbuch, noch bis in die 60er Jahre ganz anders geregelt war als heute. Das heißt, eine bestimmte Bestrafung bzw. ein bestimmtes Verbot für Zinseszinseffekte ist uns durchaus mal bekannt gewesen. Das haben wir in den 70er Jahren abgelehnt. Also was den Zinseszinseffekt betrifft, kann ich dem sofort folgen. Da sollte man sehr gewissenhaft sein, wie die Finanzierungsfragen geregelt sind. Aber bei der eigentlichen Honorierungsfrage, also was ist der Vorgang zwischen Geld geben und Finanzierung brauchen, da werden wir sicherlich mit einer Lösung, die heute bei uns Zins heißt, auch zukünftig fahren müssen. Gibt es noch weitere Fragen? Was würden Sie gerne dazu sagen, Herr Kaifenbrand? Ja, ich würde gerne ergänzen, dass mir scheint, dass wir neben einer Energiewende auch eine Finanzwende benötigen. Energiewende benötigen wir ja deswegen, weil wir über Jahrzehnte den Fall hatten, dass einzelne Unternehmen mit einer gesamthaft schädlichen und kostenverursachenden Produktionsmethode gleichwohl Geld verdient haben, weil das System so ausgestattet war, dass man die Profite mitnehmen konnte und die Kosten externalisiert wurden. Und das ist ja nicht nur bei Energie der Fall, sondern in ganz vielen Formen des Wirtschaftens. Und wenn ich darüber nachdenke, was stört mich denn jetzt an Zinsen? Also mich stört insbesondere, dass jemand die Welt kaputt macht, schlechter macht und sich daran auch noch bereichert. Dass es sich nachgerade lohnt, das Schlechte zu tun, das stört mich. Und bei der Energiewende, das ist der Versuch, das im Erneuerbaren Energiengesetz steht vorne im Absatz 1, es geht darum, in Paragraphen 1, es geht darum, die externen Kosten, die in unserem bisherigen konventionellen Energiesystem auflaufen, zu minimieren, dadurch, dass wir konventionelle Energien, wo das passiert, runterfahren und erneuerbare Energien, wo wir diese externen Kosten nicht haben, deswegen unterstützen und wir auf diese Weise die Gesamtkosten, die tatsächlich auflaufen, verringern und lediglich die ungerechtfertigten Profite, die aus der Schädigung der Welt entstehen, die werden verringert, aber insgesamt für die Bevölkerung und für die Welt ist es ein Gewinn. Und dieses Denken, was wir beispielhaft bei Energiewende jetzt beginnen durchzuführen, das wünsche ich mir, dass wir das auf andere Bereiche der Wirtschaft, insbesondere auf die Finanzwirtschaft, übertragen. Herzlichen Dank, dann freue ich mich schon mal auf Ihren Vortrag morgen Vormittag, wo wir sicherlich noch genaueres erfahren werden. Und gebe dem Publikum eine letzte Chance, noch Fragen zu stellen. Gibt es noch weitere Fragen?
das scheint nicht so zu sein. Dann würde ich die Veranstaltung gerne beenden. Danke Ihnen recht herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit hoffentlich guter Musik.